Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wizardry Teil 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen doch gerastet. Unsere Dings ist wieder hergestellt. Ich bin noch gar nicht vollständig geheilt. Das könnten wir eigentlich schnell machen. Dass wir hier auch nochmal eine Heilung reinmachen. So. Sieht auch schon besser aus. Und jetzt gehen wir einfach mal hier durchs Wasser drüber. Zack, zack, zack. Okay. Ja, wir kommen gar nicht so schnell rüber anscheinend. Brauchen wir es tatsächlich? Ich mache nochmal Ausdauer auf Talada. So. Zack, zack, zack. So, wir haben es geschafft, hier rüber zu kommen. Und es war äußerst knapp. So, lass uns mal schauen. Also da haben wir wieder ein Dings hier. Schau mal hierher. Das ist dann auch so ein Teil. Hier ist so ein Ding. Und hier können wir auf jeden Fall so stehen bleiben. Hier genau dasselbe. Also hier geht es so weiter. Da haben wir, hoppala, was mache ich denn da immer? Also das ist auch wieder so ein Teil. Hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Und da haben wir auch nochmal Wasser. So. Dann haben wir natürlich hier die Dinger. Und wir haben noch eine weitere Statue hier. Jetzt erscheint euch die Statue noch fröhlicher als zuvor. Der Stein sieht frisch aus, als sei er erst gestern bearbeitet worden, obwohl die dicke Rostschicht am Sockel der Statue den Eindruck erweckt, dass sie schon sehr lange hier steht. Das Antlitz der majestätischen Figur scheint zu lächeln und ihre Augen scheinen zu zwinkern. So, können wir hier suchen. Ihr kratzt die dicke Rostschicht ab und entdeckt ein Schild mit der Aufschrift Erbauer des Tempels. Okay, also da haben wir auf jeden Fall was. Dann haben wir hier, zuck, zuck, zuck. Wenn ich mich jetzt umdrehe, ja. Wie es zu erwarten gewesen ist. So, dann haben wir hier. Das dürfte alles relativ gleich sein. Genau. Das müsste alles relativ gleich sein. Das heißt, da haben wir so ein Dinger. Dann haben wir hier unsere drei so diese Dinger. Badabadam. Das hier ist zu, das ist zu, das ist zu. Das hier ist zu. Genau, so müsste es eigentlich sein. Und das sind quasi Säulen. So. So, so sieht die Sache doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, nochmal kurz rasten. Ja, das dauert halt immer so seine Zeit, bis wir da alles haben jetzt. So, speichern unter Quick Save und dann schauen wir uns noch weiter um. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, hier mussten wir was benutzen. Und ich glaube, da konnten wir diesen Stein benutzen, den wir da in der neuen Stadt gefunden haben. Den Mondstein. Aber ich bin gar nicht sicher, ob wir dazu zuerst dieses Rätsel hier lösen müssen. Ihr haltet den milchigen Stein hoch, doch nichts geschieht. Okay, dazu müssen wir noch was weiteres lösen. Und diese Dinger hier, diese vier Ecken hier, die sehen doch schon ziemlich verdächtig eigentlich aus, oder? Also ich finde, die hier sehen verdächtig aus. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Ich hoffe, dass wir das überleben werden. Und ich glaube, hier muss ich dann suchen. Ihr sucht. Ihr taucht und findet eine Bernsteinmünze, auf einer strahlenden Sonne eingraviert ist. Wir finden eine Bernsteinmünze. Sinaloa, nimmst du das mal?
So. Wenn ich jetzt nochmal schwimme, dann sterbe ich wahrscheinlich. Andererseits ist es doch äußerst... eigentlich äußerst blöd. Aber es bringt nichts. Ich muss rasten. Es bringt sonst nichts. Ich krieg sonst mit der Zauberei kriege ich nicht alle Dinger genug hoch, um ja, damit es besser geht, damit ich was machen kann hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir wollen ja definitiv nicht sterben hier. Wir suchen. Und ihr taucht und findet eine Rubinmünze, auf der eine geheimnisvolle Urne eingraviert ist. Die bekommt auch Sinaloa und wir gehen gleich hier weiter. Dann müssten wir hier auch nochmal schauen. Die Frage ist, schaffen wir es, ohne zu sterben, das nochmal ins Wasser zu gehen? Hallo, suchen. Ihr sucht und wir finden eine Diamantmünze. So, jetzt haben wir noch hier. Und das schaffen wir definitiv nicht mehr. Das heißt, wieder rasten, bis wir unsere Mana wieder haben. Unsere Ausdauer natürlich wieder haben. Wir haben ja gesehen gehabt, es bringt nichts mit den Dings. Eine Begegnung. Ja, super, dann kämpfen wir halt auch nochmal gegen die Gruselmotten. Was soll's? Mal sehen, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Ob wir gleich nochmal rasten müssen oder ob wir dann jetzt durchkommen. Das Gute ist, für alle das, was wir gemacht haben, steigert uns auch unser Dings. Also das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben jetzt mittlerweile, müssten wir 6 Punkte gehabt haben im Schwimmen. Und umso mehr Punkte wir haben, umso weniger Ausdauer wird es uns kosten. Das heißt, wir haben gut trainiert, denke ich mal. So, Daolin und Sinaloa. Im Moment schlafen tatsächlich fast alle. Na gut, was soll's, was soll's. Wird schon irgendwie gehen. So, wir haben gesägt, wir speichern. Dann probieren wir mal, ob wir gleich nochmal neu laden dürfen. Ich glaube, so wie Daolin gerade Ding hat. Ja, Tag ist ertrunken. Oral ist ertrunken. Nur die zwei. Ja, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Vor allem, weil die ja noch so viel HP eigentlich haben. So, dann probieren wir es nochmal. Tag ist ertrunken, Orael ist ertrunken. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft. Die waren von ihrer Ausdauer eigentlich ganz oben. Ach so. Ach, ich Idiot. Die schlafen. Die ertrinken, weil sie schlafen. Ja, logischerweise, wenn du schläfst, kannst du nicht schwimmen. Na gut, dann rasten wir halt doch nochmal. Ja, war klar, dass die zwei... ja. Es war klar. So. Wir suchen wieder und wir finden... Hallo, ihr taucht und findet eine Smaragdmünze. Sehr schön, die kommt mit und dann gleich hier raus. So, perfekt. Hier sollten wir definitiv nicht rausgehen. So,
So, also wenn wir jetzt mal auf unser Inventar schauen. Irgendwie spielt gerade sehr, sehr langsam. Gut, wir haben eine... Wer hat die andere Münze? Ach, da ist die Bernsteinmünze. Wir haben eine Rubinmünze, eine Diamantmünze, eine Bernsteinmünze und eine Smaragdmünze. Und, sieht man das hier? Ich gehe mal auch ein bisschen näher ran. Wir haben hier einen Altar mit einer Urne, ist eingraviert. Und wir haben hier vier Urnen, die verschiedene Farben haben. Gold, Chromgrün, Silber und Kupferrot. Ein Rubin ist rot, wir haben Kupferrot. Gold ist so gelblich, Bernstein ist so gelblich. Wir haben Chromgrün, Smaragd ist grün und Silber, was mit Diamant, denke ich, eigentlich ganz gut passen würde. Und die legen wir jetzt einfach mal so da rein. Ich glaube nicht, dass wir rüberkommen, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Hey, wir haben es geschafft. Wir haben es jetzt tatsächlich darüber geschafft. Wow. Moment mal. Ich glaube, der Webcam ist gerade ein bisschen... kann es sein, dass die Webcam gerade ein bisschen unscharf ist? Lass mich mal ganz kurz neu scharf stellen. Hallo. Ja, ich glaube, jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. Okay. Dann probieren wir mal, ob das richtig ist. Chromgrün. Dann benutze mal Chromgrün. Das ist Smaragd. Ja, lass den Edelstein in die Urne fallen, worauf er auf magische Weise verschwindet. Wenn wir jetzt da nochmal hingehen. Die Urne ist mit bla bla bla, ähnliche Runen sind eingraviert. Ja, okay. Dann gehen wir hierher. Das ist Gold. Das heißt, wir müssten... Es kann sein, wenn wir das falsch machen würden, dass wir hier in diese Dinger nochmal reingehen müssten und uns diese Dinger nochmal holen. Diese Steine nochmal holen. Also genauso, wie es da drüben hier gewesen ist. Damals, wenn man es falsch gemacht hat, musste man sie ja auch einfach nochmal neu holen. So. Das war Gold. Bernstein. Ja, lass den Edelstein in die Urne fallen, worauf er auf magische Weise verschwindet. Dann kämpfen wir mal gegen Ninjas. Interessant. Wir kämpfen gegen Ninjas. Ja, Feuerball. Ja, dieses Rätsel, das haben wir auch schon erfahren aus dieser Tempelkarte. Ich glaube, wenn wir damit dann fertig sind, ja, dann kann es sein, ich weiß es gar nicht, ob uns dann irgendwo ein Zugang zum Tempel dann offenbart wird. Vielleicht in der Mitte von da, wo die Statue ist oder so irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Dass dann hier in der Mitte, da müssen wir nämlich auch definitiv auch noch was machen. Das, was ich vorhin schon gemacht habe, was aber keine Wirkung hatte. Und dass dann ein Weg in den Tempel offenbart wird oder so irgendwie. Ach du Scheiße, wir sind ja auch relativ mit Ausdauer ziemlich am Arsch. Auf die Ausdauer habe ich natürlich jetzt auch gar nicht drauf geachtet. Da haben wir natürlich jetzt ein kleines Problem. Und dass wir natürlich blind sind, das bringt auch nicht wirklich was. Ich glaube, ich sollte... Na, wisst ihr was? Ich glaube, ich trete mal die Flucht an. Weil unsere Ausdauer ist wirklich unter aller Sau. Wir müssen definitiv nochmal schlafen, sonst kommen wir da auch nicht wieder rein. Und wenn die auch noch blind machen und schlafen machen und Wahnsinn und alles Mögliche, ach, das ist doch... Das ist doch der letzte Scheiß wieder. Naja, was soll's. Wir werden's überleben irgendwie. So, jetzt gehen wir nochmal hierher.
Das ist kupferrot. Können wir das machen, auch wenn Sinaloa gerade beeinflusst ist? Halt. Das war falsch. Ja, das scheint nicht zu gehen. Kann ich... Ah, wisst ihr was? Wir schlafen. Wir müssen sowieso nochmal schlafen. Doch, das Ding ist auch weggegangen. Wir müssen ja sowieso nochmal schlafen, sonst kommen wir definitiv nicht mehr auf diese kleine Insel drauf. Was ich mich halt frage ist, wie kommen wir dann zum Tempel? Geht dann der... Also geht dann das Ding auf? Geht dann das... So. Geht dann... Das ist kupferrot. Rubin. Geht dann Dings auf? Naja, gut, wir werden sehen. So, jetzt noch das letzte Dings. Das müsste... Hallo? Hä? Wieso geht... Jetzt geht's. Komisch, dass es gerade eben nicht gegangen ist. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Diamantmünze. Und er verschwindet auch, aber es ist nichts passiert. Jetzt können wir, glaube ich, den Mondstein benutzen. Ich glaube, jetzt können wir den Mondstein benutzen. So, nochmal kurz rasten, nochmals. Damit wir, ja, die Schlafenden auch wieder auf sind. Orael müsste sich auch nochmal heilen, hätte ich gesagt. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, wenn er sich nochmal heilen dürfte. Nochmal speichern und dann gehen wir in die Mitte. Ich speichere jetzt aber mal unter einer anderen, unter QS2. Einfach um sicher zu gehen, dass da nicht irgendwie was schief geht. So. Und dann probieren wir es mal aus. Was passiert, wenn wir jetzt den Stein verwenden? Der Mondstein. Er haltet den milchigen Stein hoch. Der Stein beginnt zu schimmern. Die Augen der Statue leuchten auf. Ein blendenweißer Lichtblitz schließt euch ein. Ihr findet euch in einem großen, verrußten Raum wieder. Ein permanenter, kühler Lufthauch scheint diesen Bereich mit frischer Luft zu versorgen. Doch ihr könnt nicht feststellen, woher diese erfrischende Brise kommt. Nichts hier deutet auf die Anwesenheit im Hinterhalt Nichts deutet auf die Anwesenheit im Hinterhalt lauernder Bewohner hin. Trotzdem ist diese Möglichkeit nicht auszuschließen. So. Okay. Dann heißt es jetzt, dann sind wir teleportiert worden in den Tempel. Gefällt mir das oder gefällt mir das jetzt nicht? Was sagt denn unsere Karte, die es sagt? Ah ja, da war das Ding hier. Und da unten sind wir jetzt. Das müsste dann quasi... Ja. Hier irgendwo sein. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt oder nicht gefällt. Lasst uns nochmal kurz rasten. Und dann buffen. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles finden. Ich glaube, dann machen wir den Tempel jetzt. Ich meine, sonst haben wir vielleicht auch das Problem, dass diese Gruftkarte vielleicht vor unserer Nase weggeschnappt wird. Und das ist ja blöd. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir sollten, dann machen wir das hier und dann gehen wir noch in dieses Traumland, aber erst in der nächsten Folge, nach dem Tempel. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier sind. Ja, dann speichere ich hier drüber nochmal. Dann buffen wir jetzt mal durch. Richtung. Rüstung. Das Gute ist, wir mussten jetzt so lange schlafen, wegen Ausdauer und so weiter, dass wir wieder voll sind hier. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Und Magieschutz nochmal. So, und dann nochmal speichern. Und dann schauen wir uns doch mal genauer hier um. Okay. So, also da haben wir auf jeden Fall einen Durchgang. Ich muss das ganze Ding jetzt mal einfach mal ein bisschen... Da haben wir einen Durchgang, da haben wir einen Durchgang. Da haben wir einen Durchgang. Ob das jetzt dieser Tempel ist, der verlassene Tempel?
Okay. Hier und hier. Und natürlich hier nochmal. So. Und da ist natürlich dann... Ach, und da wahrscheinlich auch noch. Und das ist natürlich alles zu hier. Hm. Dann ist es relativ egal, wo wir lang gehen. Gehen wir erstmal hier lang, hätte ich gesagt. Eine Begegnung mit Untoten. Hatten wir? Ich muss gleich mal nachschauen. Orael, hattest du nicht Untote bannen oder irgend sowas? Ich weiß das, was im Untote bannen, genau. Dann machen wir mal hier ein Dreier rein. Und, nee, und Fala, Kampf. Du natürlich das hier. Engelslaute. Und du ein Feuerball mit Stufe 2. Mal schauen, ob das, das Dings passt. Untote bannen. 8 Schaden nur. Es hat nur Schaden angerichtet. Ja, das hat sich nicht wirklich groß gelohnt gehabt. Schade. Schade, schade. Welches haben wir denn hier eigentlich benutzt? Ja, das hier. Ach, jetzt fangen die wieder an mit blöden Debuffs zu machen. Super. So. Wobei mir, glaube ich, auch ein bisschen übel werden würde, wenn so ein Untoter mich anfassen würde. Ganz ehrlich gesagt. Das fände ich auch nicht ganz so prickelnd. So, es sind noch 2. Daolin, Talada, Orael, Fala, Tak. Nee, du darfst da nochmal zaubern. Du machst nochmal eine Frostbeule und Sinaloa. Wie wär's mit einem Energiegeschoss? So. Keine Wirkung. Keine Wirkung, schade. Hat das Feuer was gebracht? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab mal wieder nicht aufgepasst. Okay. Macht nichts. Sie sind... Oder gab's noch welche? Nee, gab keine mehr. Ein Dings wäre jetzt gar nicht mal wieder so schlecht. Schaut mal, das ist nur ein leerer Raum hier. Das ist einfach nur ein leerer Raum. Aber vielleicht finden wir hier irgendwas. Auges sagt jedenfalls nichts. Hm. Also Auge hat gesagt, hier gibt's nichts. Ich hoffe, das ist dann auch so. Dann gehen wir mal hier rein. Okay. Hm. Also da ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Also ein Durchgang. Und auf der unteren Seite auch. War klar, dass wir jetzt wieder kämpfen müssen. Aber es sind jetzt tatsächlich nur 2 Monks. Aber wir sind immer noch am hilflos wirken. War das wieder Krankheit heilen, das mit dem Wirken? Wow. 15 Schaden. Ich muss mal gleich mal schauen, ob Dings dabei hilft, dass die da, ja, ihr wisst schon.
hat unsere stärksten Kämpfer überhalten einfach nur. So, Daolin Kampf, Talada Kampf, Orael Zauber, was war denn das? Krankheit heilen, Stufe 3 auf Talada. Ich hoffe mal, das wird auch irgendwie funktionieren. Du machst nochmal eine Frostbeule. Hat das jetzt was gebracht mit Frostbeule? Ach, ich weiß es wieder nicht. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, beziehungsweise habe es schon wieder vergessen. Keine Wirkung. Keine Wirkung. Okay, also das scheint nicht wirklich was zu bringen. Hm. Oder wir hatten einfach nur Pech gehabt. Das ist natürlich auch möglich. Ja, Krankheit heilen bringt was. Och nee, jetzt kommen auch noch Wasserpflanzen. Aber Wasserpflanzen, das hört sich an, als ob die gegen Feuer ein bisschen empfindlich sind. Och nö. Macht ihr, kümmert ihr euch mal um den Ninja, du kümmerst dich um den hier. Du versuchst hier Frostbeule zu machen und du versuchst hier Feuerball zu machen. Ich glaube, bei denen müsste das was bringen. Das sehen wir ja gleich. Wir haben jetzt zwei Feuer und Wasser. Einer von beiden müsste ja definitiv was bringen. Also Feuerball sieht schon mal ganz gut aus. Und Frostbeule. Okay, auch Frostbeule würde hier was bringen. Oh, jetzt fangen die wieder mit Schlaf an. Ach, du Schande. Ich hasse diese Kämpfe in diesem Spiel. So, der Ninja ist weg. Jetzt haben wir nur noch diese blöden Pflanzen und eine flieht davon. 15 Schaden. Ach du Scheiße. Orael muss sich definitiv neu heilen. So, Talada-Kampf. Zurück. Und Orael Wunden heilen. Auf sich selber, bitte. Und Tak macht eine Frostbeule. Genau. Okay, eine weg. Das ist gut. 18 Schaden ist auch weg. Orael nochmal heilen. Perfekt. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Wir haben schon wieder 25 Minuten und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.